In diesem Tutorial werden wir uns die wichtigsten Eigenschaften der E-Funktion anschauen und anhand von ein paar kleinen Beispielen das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Wenn ihr den Theorieteil hinter euch habt, findet ihr in der gleichen Playlist noch weitere Tutorials zu verschiedenen Anwendungsgebieten für die E-Funktion. Zuerst eine kleine Übersicht. Welche Eigenschaften sind eigentlich damit gemeint und bei welcher Art von Aufgaben helfen sie uns? In erster Reihe. Die E-Funktion besitzt die gleichen Haupteigenschaften wie alle anderen Funktionen auf dieser Welt, zwei Verschiebungen und zwei Streckungen. Zusätzlich besitzt die E-Funktion noch besondere Eigenschaften, wie zum Beispiel die Asymptoten. Darüber werden wir in diesem Tutorial ein bisschen genauer sprechen. Und Ziel des Tutorials ist es, danach in der Lage zu sein, anhand eines Funktionsstems bzw. Schaubildes die Eigenschaften richtig zu erkennen und zu interpretieren. Wir werden uns jetzt ein paar wichtige Eigenschaften anhand des Schaubildes der E-Funktion herleiten. Rechts abgebildet die E-Funktion und die erste Eigenschaft, die uns interessiert, ist natürlich der Definitionsbereich, wie es in Klammer daneben steht. Der ist ja für die x-Werte verantwortlich und ich glaube, das ist ganz gut erkennbar, dass die E-Funktion auf der x-Achse von Minus bis Plus unendlich läuft und dabei keine Definitionslücken oder ähnliches besitzt. Also ist der Definitionsbereich einfach d gleich r, die Menge der reellen Zahlen. Das bedeutet, alle Zahlen sind für x möglich. Umso interessanter ist dabei der Wertebereich, also der ist ja dann für die y-Werte verantwortlich. Wir erkennen an unserem Schaubild, die e-Funktion fängt ungefähr bei 0 an und dann geht sie nach oben gegen plus unendlich. So, dabei ist die 0 natürlich nicht enthalten, dieser Wertebereich, also die nähert sich nun gegen 0, deshalb können wir sagen, der Wertebereich geht von 0 bis unendlich, entweder mit runder Klammer, so die Schreibweise, das bedeutet, dass die 0 nicht dazugehört, oder manche Lehrer bevorzugen noch eine andere Schreibweise mit dem eckigen Klammer nach außen. Bedeutet das Gleiche, sind nur Alternativdarstellungen. Eine weitere sehr wichtige Eigenschaft ist das Verhalten gegen Plus und Minus unendlich. Also damit ist gemeint. Nach rechts gesehen besitzt die x-Achse natürlich ein Plus unendlich und nach links gesehen ein Minus unendlich. Und das gleiche kann auch die y-Achse. Nach oben ist das Plus unendlich und nach unten das Minus unendlich. So, als erstes, wie bereits gesagt, schauen wir für x gegen Plus unendlich, also hier in die Richtung. Das bedeutet, die Funktion geht nach oben, also zieht sie gegen Plus unendlich. Ich glaube, das ist ganz einfach zu erkennen. Und wenn x gegen Minus unendlich läuft, also in diese Richtung, dann verhält sich die e-Funktion anders als viele andere Funktionen. Das bedeutet, sie zieht nicht nach oben oder nach unten, sondern sie nähert sich nur der x-Achse. Das bedeutet, sie nähert sich gegen 0. Dieses Verhalten nennt man auch asymptotisches Verhalten und darüber werden wir gleich ein bisschen näher reden. Als nächstes werden wir uns anschauen, wie man anhand des allgemeinen Funktionsstems weitere wichtige Eigenschaften der E-Funktion erkennen kann. Auf der rechten Seite habt ihr wieder die E-Funktion abgebildet, die werden wir ein bisschen zur Orientierung nutzen. Und der vollständige allgemeine Term einer E-Funktion sieht wie links abgebildet aus. Dabei sind a, b, c und d die vier Haupteigenschaften, die wir auch am Anfang erwähnt haben. Also zwei davon sind die Verschiebungen. Und zwei davon haben was mit der Streckung zu tun. Fangen wir mit dem leichteren Teil an. Als erstes, damit meine ich dieses d. Wenn man am Ende einer Funktion eine Zahl dazu addiert oder abzieht, verschiebt man das Schaubild der Funktion auf der y-Achse. Natürlich, wenn da plus 2 hinten steht, kann man nur nach oben verschieben. Deshalb ergänze ich hier kurz an dieser Stelle. Also plus ist nach oben. Wenn zum Beispiel hinten minus 1 steht, dann verschiebt man natürlich nach unten. Wir werden sehen, diese Zahl hat auch eine völlig andere Bedeutung, aber dazu ein bisschen später. Die andere Verschiebung, und zwar die auf der x-Achse, ist natürlich dieses c hier. Hier gibt es allerdings eine kleine Falle, wie bei allen anderen Funktionen auf dieser Welt. Und zwar das Minuszeichen, also wenn hier x minus 2 steht, bedeutet, dass wir nach rechts verschieben. Und wenn plus stehen würde, also x plus 1, bedeutet, dass wir die Funktion eine Einheit nach links verschieben. Also wie gesagt, diese Besonderheit ist bei jeder anderen Funktion auch so.
Nachdem wir die Verschiebungen geklärt haben, gehen wir zu den Streckungen. Dieses a, was vorne vor dem e steht, ist der Streckungsfaktor für die y-Achse oder in y-Richtung. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt rechts an unserem Schaubild vor der e hoch x eine 2 vorstellen, wie würde das Schaubild beeinflussen? Naja, ganz einfach, das Schaubild würde nicht mehr durch 1 gehen, sondern würde hier durch 2 gehen. Und es würde ein bisschen stärker nach oben ziehen. Wenn wir jetzt vor dem e 1/2 setzen würden, dann würde es natürlich hier durch 1/2 gehen und ein bisschen langsamer nach oben steigen. Dieser Streckungsfaktor bringt auch eine Besonderheit mit sich. Ihr seht hier, der Streckungsfaktor ist im Betragsstrich gesetzt. Das bedeutet nur, die positive Zahl ist der Streckungsfaktor. Aber natürlich kann diese Zahl auch ein negatives Vorzeichen besitzen. Das deutet auf was anderes hinaus, und zwar, wenn wir uns jetzt hier oben vor der e-Funktion ein Minuszeichen vorstellen, dann würden wir das Schaubild an der x-Achse spiegeln. Also kurz gesagt, würde das gespiegelte Schaubild würde ungefähr so aussehen. Also hier bleibt ein asymptotisches Verhalten und dann verläuft die Funktion grob so nach unten. Also das wäre jetzt grob gezeichnet minus e hoch x. Und das habe ich hier auch an dieser Stelle festgehalten. Also wenn a negativ ist, also wenn vor dem a ein negatives Vorzeichen ist, dann gibt es eine Spiegelung an der x-Achse. Und es ist nicht mehr viel übrig geblieben, also muss dieses b, was vor dem x steht, oben einen Exponenten, was mit der Streckung auf der x-Achse zu tun haben. Und zwar, der Streckungsfaktor in x-Richtung ist nicht b, sondern 1 durch b. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch, bei der Sinus- und Cosinus-Funktion ist natürlich genauso und bei allen anderen Funktionen eigentlich auch. Es ist eine Besonderheit, also der Streckungsfaktor für die x-Achse ist immer 1 durch die Zahl vor dem x. Damit meine ich, wenn b jetzt 2 wäre, dann wäre der Streckungsfaktor einfach 1/2. Auch hier gibt es eine Besonderheit. Diese Zahl kann natürlich auch wieder negativ sein oder negatives Vorzeichen besitzen. Und wenn wir uns das rechts anhand unserer Schaubilder vorstellen, dann würde das zu einer Spiegelung an der y-Achse führen. Also die Funktion, die gespiegelte Funktion, würde grob ungefähr so aussehen. Und das wäre dann e hoch minus x. Das habe ich auch hier an dieser Stelle festgehalten. Also wenn vor dem b ein negatives Vorzeichen gibt, dann gibt es noch eine Spiegelung an der y-Achse. Was ihr rechts seht, sind drei von den vier Grundschaubilder der e-Funktion. Es gibt noch einen vierten, den zeichne ich auch gleich kurz hier ein. So grob. Das wäre dann minus e hoch minus x. Und das bedeutet, das wäre die Funktion an beide Achsen gespiegelt. Wir haben es fast geschafft. Eine klitzekleine, aber sehr wichtige Eigenschaft wollen wir hier an dieser Stelle noch kurz erwähnen. Und zwar, ich habe jetzt nochmal die e-Funktion rechts unten abgebildet, das ist die grüne Funktion. Und gleich daneben noch eine Eigenschaft genutzt, die wir schon vorher erklärt haben. Ich habe sie um 2 Einheiten nach unten verschoben. Wir wollen jetzt diese Schaubilder aus einer anderen Perspektive anschauen, und zwar die des Verhaltens gegen Plus und Minus unendlich. Wir haben bereits am Anfang gesprochen, dass die e-Funktion für x gegen plus unendlich einfach nach oben gegen plus unendlich läuft und für x gegen minus unendlich sich hier gegen der x-Achse nähert, also gegen 0 läuft. Dieses Verhalten nennt man auch asymptotisches Verhalten, deshalb wäre jetzt für die grüne Funktion y gleich 0 die sogenannte waagerechte Asymptote. Jetzt, wenn wir die lilane oder violette Kurve anschauen, dann auf der rechten Seite ändert sich nicht viel, läuft alles gegen Plus unendlich. Auf der linken Seite allerdings sollten wir vielleicht bemerken, dass sie sich gegen minus 2 nähert. Also wäre in diesem Fall die minus 2 die waagerechte Asymptote. So, diese Asymptote kann man jetzt einfach sehr einfach auch am Funktionsterm erkennen. Ihr seht, die e hoch x-Funktion ist nirgendwo verschoben. Also steht hier hinten eine plus 0 dazu, deshalb ist 0 die Asymptote. Und hier steht bei dieser e hoch x eine minus 2 hinten, deshalb ist minus 2 die Asymptote. Das bringt uns auf eine Idee, und das haut eigentlich immer hin. Diese Verschiebung auf der y-Achse ist gleichzeitig auch die waagerechte Asymptote der e-Funktion. Und das ist eine sehr wichtige Information.
die wir jetzt nutzen werden, um eine kleine Übung zu machen. Auf der linken Seite habe ich vier Funktionstürme ausgewählt und auf der rechten Seite wollen wir einfach die passenden Asymptoten dazu ablesen. Wenn ihr den Eindruck habt, ihr habt es verstanden, dann drückt dann bitte an dieser Stelle auf Pause und versucht erstmal selbst zu überlegen, was diese Funktionen für Asymptoten haben, dann können wir das am Ende gemeinsam vergleichen. So, jetzt zu der ersten Funktion. Wir haben gesagt, wir schauen nach der Verschiebung auf der y-Achse. In diesem Fall, ich glaube, ganz gut und ganz einfach erkennbar, minus 4. Das bedeutet, y gleich minus 4 wäre in diesem Fall unsere waagerechte Asymptote. Bei der zweiten Funktion, vielleicht ein bisschen verwirrend, diese alleinstehende Zahl steht ja nicht hinten, sondern vorne, aber das ändert nicht ihre Eigenschaft. Das bedeutet, die 2 hier ist in diesem Fall die waagerechte Asymptote. Beim dritten Term, wenn man genauer hinschaut, hängen alle diese Faktoren an der e-Funktion, also nichts steht alleine. Das bedeutet, die Funktion ist auch nicht nach oben, nach unten verschoben. Also hier hinten können wir eine unsichtbare 0 vorstellen. Also wäre 0 die waagerechte Asymptote. Und unser letztes Beispiel ist ein bisschen besonders. Wir merken im Vergleich zu den anderen Funktionstermen, hier gibt es nicht nur eine Zahl, die alleine steht, sondern ein ganzer Term mit x, was nicht an der e-Funktion dranhängt. Wir erinnern uns, das entspricht ja der Gleichung einer Geraden, die so lautet, mx plus c beispielsweise. Also das würde diese 1/2 ist die Steigung und 1 ist der Achsenabschnitt. Und das bedeutet, dass unsere Asymptote diesmal 1/2 x plus 1 ist. Und das ist dann natürlich keine waagerechte, sondern eine schiefe Asymptote. Ich werde jetzt an dieser Stelle das Thema Asymptoten nicht weiter vertiefen. Dafür gibt es in der gleichen Playlist ein extra Video, wo das Ganze ein bisschen näher erklärt wird. Zum Schluss, um das Ganze ein bisschen zu befestigen, noch eine kleine abiturähnliche Aufgabe. Also, gegeben sind die Funktionen f und g mit f von x ist e hoch x und g ist minus e hoch minus x minus 1. Wir sollen beschreiben, wie das Schaubild von g aus dem Schaubild von f entsteht. Das bedeutet nichts anderes, wir müssen genau die Eigenschaften nutzen, die wir gerade besprochen haben. Also, das ist unsere Funktion g von x. Wenn wir sie jetzt gedanklich mit der natürlichen Exponentialfunktion, also mit e hoch x, vergleichen, dann treten hier an dieser Stelle drei Veränderungen auf. Und zwar von links nach rechts zuerst das Minuszeichen, wir erinnern uns, das ist dann die Spiegelung an der x-Achse. Dann das Minuszeichen vor dem x ist die Spiegelung an der y-Achse und die minus 1 hinten ist die Verschiebung um eine Einheit nach unten auf der y-Achse. Oder das war ja auch gleichzeitig die waagerechte Asymptote. Noch ein Hinweis, in den gleichen Playlists findet ihr noch weitere Videos oder Tutorials zu diesem Thema, also zu der natürlichen Exponentialfunktion. Zum Lösen von Gleichungen, zum Aufstellen von Funktionsgleichungen und Skizzieren und so weiter. Schaut euch das eventuell auch nochmal an. Das hilft dann, um ein besseres Gesamtbild zu kriegen.